Hallo Freunde und willkommen zu einem neuen Projekt hier auf AbuLP. Heute mal mit etwas ganz anderem und zwar spielen wir ein Free-to-Play-Spiel. Dieses nennt sich, wie ihr gerade schon lesen könnt, The Plan. Und ich habe es mal ganz kurz gerade angespielt und wollte mal wissen, was es ist. Und ich finde es irgendwie ganz witzig und wollte euch das jetzt nicht vorenthalten. Also wir spielen hier diese Fliege und müssen jetzt keine Ahnung was machen. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall können wir diese Fliege steuern. Also mit WASD können wir nach links, rechts, rauf und runter, wie es uns beliebt. Und ja, jetzt können wir hier anscheinend ein bisschen die Gegend erkunden. Das machen wir doch gleich mal. Oh, hier rechts fängt das irgendwie an zu beben. Ich weiß nicht, was das heißt. Deswegen gehe ich da mal ganz schnell weg. Fliegen wir mal auf die andere Seite. Was haben wir denn hier links? Bäumchen im Hintergrund. Wie man hier sieht. So Blätter. Also es scheint wirklich so die Sicht einer Fliege zu sein. Zumindest irgendwie so eine Art Sicht einer Fliege. Und jetzt kommt hier gerade ein Windstoß auf. So, dem konnten wir gerade noch widerstehen. Und ja, fliegen wir doch einfach mal ein Stückchen höher. Das habe ich beim letzten Mal auch gemacht, bis ich dann in ein Spinnennetz reingeflogen bin. So. Jetzt kommt hier eine sehr merkwürdige Musik auf. Und die Welt wird etwas größer. Die Sicht auf die Fliege immer kleiner. Ich fliege einfach mal immer höher. Ich weiß nicht, ob das Ziel dieses Spiels ist. Keine Ahnung, aber das können wir ja mal so machen. Ich kann mal ein bisschen nach rechts fliegen, ob wir da jetzt ein bisschen mehr sehen. Ah, oh, Moment. Da ist dieses Spinnennetz. Da sieht man es ganz leicht schimmern. Da fliege ich jetzt nicht rein. Obwohl doch, ich kann euch mal zeigen, was dann passiert. Fliegen wir mal eben rein. Und boah, nein. Und jetzt können wir mit aller Kraft... können wir uns da irgendwie rausbefreien. So, jetzt haben wir das Spinnennetz kaputt gemacht. Okay, aber da komme ich jetzt irgendwie nicht mehr durch. So. Oh, da oben geht es irgendwie nicht weiter. Also müssen wir da rechts weiter fliegen. Mussten wir also durchs Netz, ja? Nun gut. Fliegen wir nun hier weiter lang. Oh, da ist ein Ast. Okay. Fängt das wieder an zu vibrieren. Windstoß! So, okay. Passt. Jetzt weiter. Oh, da kommt ein riesen Blatt runtergesegelt. Können wir da drauf? Oh, wir können das nach unten drücken. Das ist ja witzig. Wir hinterlassen auch irgendwie so eine komische Spur, wie ihr hier seht, so ein Schweif. Ich pack die Maus mal weg. Die brauchen wir hier gerade irgendwie sowieso nicht. Und wir fliegen weiter nach oben. Da kommt schon wieder ein Blatt. Oh, kann mich das eigentlich runterdrücken? Ich probier's mal. Ja. Ey, 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 lass mich in Ruhe. Ach, weg mit dir, du Blatt. So. Selbst ein Blatt kann einer Fliege zur Gefahr werden. Wie man hier in diesem Spiel merkt. Wenn ihr denn mal öfters ein paar Free-to-Play-Spiele hier bei uns auf dem Kanal sehen möchtet, dann schreibt es auch einfach gerne in die Kommentare. Dann zeigen wir euch öfter mal solche Spiele. Vielleicht auch die Steffi mal. Ich hatte sie gefragt, ob sie mitmachen möchte. Hat sie ganz klar Nein gesagt. Das fand ich ganz witzig. Naja. Vielleicht sind da ja auch ein paar Multiplayer-Spiele dabei. Dann kann man das auch zusammen ein bisschen zocken und aufnehmen. Wäre ja auch eine Idee. Einfach mal ein paar Free-to-Play-Titel bei uns zu zocken. Und da kommt wieder ein Windstoß vom Allerfeinsten. Ich versuche den Blättern da mal so ein bisschen auszuweichen. Das ist nochmal gut gegangen. Und wir fliegen immer höher. Wo fliegt die Fliege eigentlich hin? Ich weiß es nicht. Aber anscheinend immer weiter nach oben. Bis ein Frosch kommt und sie frisst. Aber hier oben wird wohl keiner mehr sein. Aber vielleicht irgendwie Küken oder sowas. Ich höre hier schon irgendwie was. Wir scheinen jetzt schon ziemlich weit oben zu sein. Ich wusste gar nicht, dass Fliegen so weit hoch hinauskommen. Ich dachte mal, die halten sich mehr so bodennäher auf. Vielleicht so 3-4 Meter da drüber. Und da kommt ja schon wieder ein Windstoß. Uiuiui. Ui, ui. Oh, da konnten wir uns gerade so noch retten. Und die Sicht wird immer kleiner auf die Fliege. Oh, und die Musik, die ist echt schön. Entspannt.
So summen wir uns mit der Fliege nach oben. Im Hintergrund ein Kiefernwald oder sowas. Oder ein Tannen oder so. Weiß es nicht. Oh, die Melodie ist aber echt schön. Die kann ich mir auch in vielen anderen Spielen vorstellen. Ach, da kommt schon wieder ein Windstoß. Aber da sind wir drüber hinweggekommen. Und so fliegen wir über die Wipfeln der Bäume. Und leben unser Leben. Als Fliege. Das ist der Plan anscheinend. Der Plan. Ich bin gespannt, was gleich passiert. Ich hoffe ja, da kommt noch was Witziges. Irgendwie verdunkelt sich jetzt gerade so ein bisschen der Rand. Jetzt sieht man Sterne im Hintergrund. Auch sehr schön. Ach so, ja, wir verlassen gerade die Erde. Wir fliegen ins Weltall. Ja, auch warum auch nicht? Ich meine, im Weltall ist es auch bestimmt sehr schön für eine Fliege. Kann ich mir gut vorstellen. Das sind die Wolken. Ach so, das ist doch. Ich dachte, das wäre jetzt die Erde im Hintergrund, aber das sind die Wolken. Und die Fliege ist nur noch ganz klein im Hintergrund zu sehen. Und jetzt mit einem Schein. Einem Lichtschein. So steigen wir empor. Ich weiß noch nicht genau, was ich davon halten soll, aber ich find's irgendwie witzig. Die Musik ist schön. Eine Glühbirne. Nein, flieg nicht! Das ist gut! Oh, ich kann schreiben. Das war der Plan. Return. Okay, ich kann Return drücken. So, da sind wir wieder. Auf unserem Steinchen. Dieses Spiel wurde kreiert von Krillbyte Studio. Und sie nennen es auch The Death of Az. Oder Az. Oder Az? Ich weiß es nicht. Ja, das war das Let's Play. The Plan. Ich hoffe, ihr fandet das Ende jetzt gerade genauso witzig wie ich, weil es war irgendwie schon, hatte schon seinen Moment, als die Fliege dann oben in diese Glühbirne und dann puff. Ja, schön. Also, wenn ihr nochmal häufiger ein Spiel, ein Free-to-Play-Spiel haben möchtet, dann schreibt es doch einfach unten in die Kommentare, wenn ihr vielleicht auch irgendwelche Spiele schon kennt, die wir denn spielen sollen und die auch kostenlos spielbar sind, dann könnt ihr dies auch natürlich unten reinschreiben. Empfehlungen nehmen wir gerne entgegen. Damit bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen und hoffe, ihr schaltet auch morgen oder nachher wieder ein bei irgendeinem anderen Video. Bis dahin, Dankeschön, tschüss, macht's gut.